und schon ist der erste Morgen, der nächste Morgen. Ich habe gestern nichts mehr gemacht. Ich bin nicht mehr rausgegangen. Ich hatte keine Lust. Ich bin nur noch mal kurz nach oben zum Swimmingpool. Das war's dann auch. Dann habe ich mich nur noch ins Bett gelegt und gar nichts mehr gemacht. Und heute Morgen früh aufgestanden, weil dadurch, dass mir eine Jalousie fehlt hier, war das dann ziemlich hell morgens um 6. Dann bin ich um 8 zum Frühstück. Das war eigentlich ganz gut. Und bin dann mit dem Fahrrad los die Stadt runtergefahren, weil ich wollte ja... Schon wieder am Schwitzen. Ich wollte ja Geld umtauschen von Vietnamese Dong in US-Dollar. Jeder Bank, bei der ich war bei 5 Banken, haben mir dann gesagt so, nö, machen wir hier nicht. Weil der US-Dollar natürlich mehr wert ist als der Vietnam-Dong und deswegen wechseln die das hier nicht. Erstes Problem. Dann zweites Problem. Hier gab es nirgendwo einen Laden, wo man Fotos machen konnte. Verdammte Kacke, hätte ich das mal in Hoi An gemacht an dem Abend, wo ich das Ding gesehen habe. Denn hier gibt es nichts in der Nähe, was so eine halbe Stunde entfernt liegt, wo man irgendwie Fotos machen kann von dem Hotel. Und das ist natürlich jetzt richtig scheiße, weil ich brauche 2 Passfotos. Ich brauche mindestens 30 US-Dollar, um das Visum für Kambodscha zu erhalten. Und jetzt geht mir so ein bisschen die Düse, weil wenn ich da jetzt hinfliege und ich habe die ganzen Sachen nicht da, ich glaube, das gibt arge Probleme, ich weiß nicht. Ich hoffe, man kann jetzt irgendwie an den Flughafen US-Dollar abholen oder das da halt changen, weil es gibt ja auch diese Exchange-Dinger, dass sie das dann halt da machen. Und ja, dass es dann sonst irgendwie in Siem Reap, wenn es in Da Nang am Airport nichts gibt, halt da so einen Fotoautomaten gibt oder irgendwie sowas. Weil ansonsten... Scheiße. Das ist halt echt kacke jetzt. So. Aber muss ich jetzt mal gucken, muss ich durch. Vielleicht haben die da ja sonst was. Dann dauert das halt länger und ich bezahle halt mehr. Das ist mir dann auch wurscht. Aber ja, scheiße. Also für alle, die irgendwie was mit Visum zu tun haben, nehmt immer Passfotos mit. Ich habe genau die zu Hause liegen gelassen. Alles andere mit, aber die nicht. Nimmt US-Dollar mit oder wenn ihr an irgendeinem ATM seid, wo man US-Dollar abholen kann, holt US-Dollar mit ab. Weil das ist unwahrscheinlich schwierig, irgendwo anders das zu wechseln, außer dann vielleicht gegebenenfalls am Airport. Ja, was mache ich heute noch? Ich werde mich jetzt erstmal duschen, werde, glaube ich, jetzt nochmal die ganzen Videos runterziehen auf dem Laptop und dann doch mal anfangen, was zu schneiden, weil ich wollte ja heute eins wieder hochladen. Ja, dann werde ich an den Pool gehen, glaube ich, und werde auch mal ein paar Fotos machen, weil die Aussicht sehr cool ist und heute Abend auf jeden Fall, weil man von oben schon einen richtig geilen Blick über Da Nang hat. Aber mich fuckt das jetzt gerade so ab. Ich bin so genervt und ja, ich weiß nicht. Hier ist noch nicht mal ein Supermarkt in der Nähe, so eine Scheiße. So ein kleiner Einkaufsladen, der hat wenigstens noch okay Preise, so Cola 10.000 Dong oder 7-Up. Weil hier im Hotel wollen die 35.000 Dong dafür haben, wenn man das aus der Minibar nimmt. Das sind schon echt Knallerpreise hier. Ansonsten, ja, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was ich nach Siem Reap weitermache. Ich habe keinen Flug gebucht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch gar nichts, außer dass ich halt gerne tauchen möchte, aber ja, nichts geplant. Und eigentlich bin ich so, ich würde mich jetzt am liebsten ransetzen an den Laptop und das planen. Aber ich habe mir gesagt, ich muss das lernen, flexibel zu sein, das auf mich zukommen zu lassen. Und ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall nicht vor Siem Reap machen, sondern werde da halt sagen, dass ich dann über Land ausreise oder sonst irgendwas. Ich hoffe, Singapore Airlines bzw. die Tochtergesellschaft macht da jetzt keinen Humbug irgendwie, dass ich doch noch einen Flug buchen muss, weil das wäre dann richtig ätzend. Gegebenenfalls würde ich den nach Bangkok nehmen oder so, keine Ahnung. Ja. Das war's dann erstmal wieder Laberei für heute. Dann zeige ich euch nachher hier einfach ein paar schöne Bilder, Fotos von der Aussicht und so weiter von Da Nang, die so ganz schön ist. Ich bin halt ein bisschen außerhalb, das ist glaube ich der Nachteil. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder, vielleicht am Flughafen oder in Siem Reap, wenn ich dann reinkomme. Also bis dann, ciao.